herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die stressige Jahreszeit beginnt wieder. Es ist heute Mittwoch vor der Essen Motorshow. Ich habe meinen Trucker dabei. Guten Tag. Ja, wir sind auf dem Weg nach Essen, weil ihr kennt es ja vom letzten Jahr noch. Wir haben für die Messe immer diesen Messecontainer. Eigentlich ist es eine LKW-Brücke, die wir ein bisschen lackiert und umgebaut haben. Viele haben sich immer gefragt, wie wir die da reinkriegen. Ja, das ist natürlich immer ein Problem. Wir müssen nämlich als allererstes da sein. Dann fährt René das Ding in die Halle rein. Dann wird er auf die Füße gestellt und dann kommt einfach ein Gabelstapler, der das Ding einfach auf den Boden setzt. Ja, so. Und somit hat René mal wieder die glorreiche Aufgabe, ein bisschen LKW zu fahren. Ich freue mich. Also muss ich gucken, dass ich nicht alles verwackel. Schaffst du das? Bei der Luftfederung eigentlich gar nicht so unmöglich, oder? Ja, vor allem dazu noch den Sitz hier, aber... Ja, deiner federt mehr als meiner. Jetzt bin ich wieder da. René ist immer richtig begeistert, wenn er LKW fahren darf. Ja. Liegt aber nicht am LKW-Fahren selbst, sondern an den unchristlichen Uhrzeiten. Wir sind nämlich heute Morgen schon um 4:15 losgefahren. Wie kommt es, dass du einen LKW-Führerschein hast? Ich bin mal eine Zeit lang LKW gefahren. Ich wusste nicht so richtig beruflich, wohin mit mir damals. Und habe dann einfach einen LKW-Führerschein gemacht, weil als LKW-Fahrer hast du immer einen Job. Du kannst immer deine Rechnung bezahlen. Ja. Warst du also viel unterwegs damit? Ja, das ein halbes Jahr oder so, glaube ich, bin ich da ein bisschen gefahren. Fernverkehr oder eher so Nahverkehr? Fernverkehr 2-3 Wochen nur, sonst eher Nahverkehr. Also jeden Tag abends wieder zu Hause. Mhm. Aber trotzdem so 13-14 Stunden unterwegs. Ja, also Essen Motorshow dieses Jahr. Was machen wir in diesem Video? Wir fahren zur Messe und stellen euch mal ein bisschen die Essen Motorshow vor. Ich persönlich kenne die Essen Motorshow auch erst seit 3 Jahren, seitdem wir hinfahren. Vorher war das für mich immer ein Begriff, aber aus Hannover sind es halt dann eben doch 250 Kilometer. Das heißt, dementsprechend war ich selber gar nicht so oft vor Ort und deswegen freue ich mich darauf, dass die Vivian, das ist meine Ansprechpartnerin da, die, ich sag jetzt einfach mal, die koordiniert die Messe, die wird uns ein bisschen was zur Essen Motorshow erzählen. Ich denke, das wird auf jeden Fall cool, weil wir sind nämlich definitiv dieses Jahr die Ersten, sind die Ersten in der Halle und können somit mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich denke, das wird ganz cool. Ja, was erwartet euch? Also als allererstes, wir werden durchgehend da sein. Ich und Marius sind die ganzen 9 Tage da. Sorry, Marius und ich. René wird am Wochenende da sein, weil wir werden genauso wie letztes Jahr wieder jeden Tag ein Video bringen. Ja, super. Jeden Tag ein Video bringen und die müssen natürlich gedreht werden. So, allerdings, dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Ihr bekommt Dienstag, Donnerstag, Sonntags, wie gehabt, ein richtiges Video. Die haben wir im Vorfeld jetzt schon alle fertig. Und an den Zwischentagen bekommt ihr immer ein paar Messespezials, auch immer abends um 18 Uhr, dass wir so bei unserem alten Muster bleiben, ihr weiterhin diese geilen technischen Videos bekommt, aber wir trotzdem so ein bisschen Messeleben zwischenschieben können. Boah, es geht aber jetzt schon auf den Arm hier, ne? Findest du? Ja. Bei deinem Bizeps okay. Ich muss hier schon meinen Arm abstützen, damit ich die Kamera überhaupt hochhalten kann. Sieht bestimmt witzig aus. So, ja, wir haben ein bisschen mehr Platz bekommen dieses Jahr, zum Glück. Wir haben jede Menge neue Klamotten. Hoffentlich. Noch sind sie nicht da, aber ich hoffe, dass sie just in time erscheinen werden. Ja, und sonst kriegt ihr auf jeden Fall zu sehen den Golf 2 von Marius, Golf 3, Limo und Lambo sind wir aktuell noch bei. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr alle zur Messe kommt, dass ihr richtig Gas gebt, wieder so richtig Bock auf Tuning bekommt. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass das Tuning wirklich nach und nach immer mehr einschläft. Das darf auf jeden Fall nicht sein. Deswegen müssen wir dankbar für jeden Veranstalter sein, der so ein cooles Event macht. Und müssen auf jeden Fall diese ganzen Events supporten, dass einfach Tuning in Deutschland wieder groß wird. Egal welches Tuning, auf der Essen Motorshow, ihr findet alles. Egal ob Leistung, Drift, Show und Schein, Optik, Folie, es wird alles da sein. Deswegen kommt auf jeden Fall vorbei und zieht es euch rein. Deswegen haben wir uns auch überlegt, das letzte Video auf der Messe werden wir für euch machen. Das heißt, ballert einfach mal in die Kommentare, wo wir hingehen sollen. Und der Kommentar, der die meisten Likes hat,
da werden wir tatsächlich hingehen, um ein Video zu machen. Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr ballert nicht was in die Kommentare, wo wir eh hingehen. Das wäre doof. Aber seid kreativ, überlegt euch was. Wir machen das Beste drauf. Und immer dran denken, diese Veranstaltungen sind wirklich eigentlich nur für euch. Kommt einfach hin. 9 Tage Zeit. Eigentlich sogar 10 Tage Zeit. Und ja, guckt ein bisschen Autos und genießt die Zeit. Herzlich willkommen zur Essen Motor Show 2019. Wir sind tatsächlich doch nicht die Ersten. Es haben sich tatsächlich ein paar Firmen schon eingekauft und dürfen heute schon aufbauen. Unser Container steht. Gleiche Stelle wie letztes Mal. Ich kann schon mal so viel verraten, es ist relativ ähnlich geblieben. Hier ist JP, How Deep, Aulitzki, Eventuri. Die Halle bleibt auf jeden Fall beim Alten. So, jetzt gehen wir mal die Frau H. suchen. So, das ist jetzt Halle 8 hier. Genau hier war letztes Jahr der Wagner-Training-Stand. Ich finde es immer wieder krass, wenn man vor der Messe in diesen Hallen drin ist. Man kann sich unmöglich vorstellen, dass in einer Woche hier alles hell beleuchtet, abgehangen und so weiter ist und die Essen Motor Show startet. Also da ist Messebau immer wirklich gut ab. Das ist Stress pur. So, ich habe die beiden Verantwortlichen gefunden. Hallo Vivian. Hi. Hallo Ralf. Hallo, grüß dich. Tja, Essen Motor Show dieses Jahr. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich persönlich kenne die Essen Motor Show eigentlich erst seit 3 Jahren. So, war ja vor 3 Jahren das erste Mal hier und das Jahr davor war ich einmal als Besucher da. So, und Hannover hat doch 250 Kilometer, habe es irgendwie nie ja, geschafft. Ja, ein Eckchen, ja. Wie lange gibt es die schon? 52. ist jetzt dieses 52. Jahr. 52. Ja. Die 52. Okay. Mutterschau 1968 gegründet als Sportwagenausstellung und das ist die 52. dieses Jahr, jawohl. Okay, also es war früher mal eine Sportwagenausstellung. Richtig, genau, so hat sie angefangen, ja. Genau. Gleich richtig groß mit Hintergedanken eine Messe zu machen oder eher nur so halbe Halle, ein paar Sportwagen rein? Ich meine, das Messegelände war auch einfach noch nicht so groß, deshalb klar, klein angefangen und dann hat es sich entwickelt. Ne? Aber ursprünglich Sportwagen, okay, cool. Ja. Aber der Treffpunkt Ende des Jahres, um für Rennfahrer Sponsoren zu suchen oder halt der Treffpunkt am Ende der Saison, um die neue Saison vorzubereiten. Das war schon mit der ersten Veranstaltung. Wie waren die letzten 52 Jahre so? Spannend, spannend. Natürlich, man hat viel erlebt. Ich bin jetzt seit 98 dabei, hier bei der Messe Essen und dann auch immer im Motorshow gemacht, die ganze Zeit. Und da hat man natürlich Höhen und Tiefen mitbekommen, bevor es den Online-Bereich gab, Abverkauf. Die Aussteller haben mittags das Geld in den Kofferraum geworfen. So viel haben sie hier verdient, wo der Tuning-Bereich noch seine Hochzeit hatte. Genau, da wird sich auch wirklich jeder daran erinnern können. Ich weiß noch, obwohl ich selber nicht da war, aus Erzählung, dass hier wirklich reihenweise die Auspuffanlagen, die Kühlergeräte, die Scheinwerfer rausgeschleppt wurden. Ne? Also Sitze, Equipment, wirklich alles. Und man spricht immer noch von den D&W-Zeiten damals natürlich. Und ja, aber man hat viel erlebt in der Zwischenzeit. Sah die Messe damals schon genauso aus wie heute? So Stände und so, genauso hochwertig und so weiter? Nein, oder war das alles ein bisschen kleiner? Das entwickelt sich mal. Es gibt ein Auf und Ab und Auf und Ab. Ne? Vor allen Dingen der Abverkaufbereich, der war mal viel, viel größer, was wir gerade gesagt haben, so viel, viel mehr gekauft. Natürlich waren die Stände dann in einer anderen Qualität als jetzt im Stand von einem Hersteller irgendwo. Ne? Und heutzutage sind die Stände schon echt, echt toll, muss man ganz klar sagen. Weil ich war gerade auf der SEMA in Las Vegas und muss da ganz ehrlich sagen, dass eure Halle 6 finde ich persönlich definitiv vom letzten Jahr cooler als die Hallen, die du auf der SEMA hast. Ja, ich meine, der Bereich hat sich ja sowieso super entwickelt. Ne? Tuning Lifestyle, wo wir umgezogen sind von der Halle 2 in die Halle 6. Da hat jeder Aussteller nochmal wirklich einen Schlag draufgelegt auf den Stand. Also die Halle war echt bombastisch. Man merkt natürlich so ein bisschen hier, wir sind halt in Deutschland, das ist alles ein bisschen geordneter. Das ist auf der SEMA nicht so. Da ist halt so alles querbeet. Der eine 3 Meter, der andere 4 Meter, der andere 6 Meter. Klar. So, aber so, ich glaube, da muss man sich wirklich nicht verstecken. Und das macht auf jeden Fall Spaß, durch die Hallen hier zu laufen. Ne? Ja, natürlich. Und der Umbau bei der Messe Essen, der jetzt erfolgreich abgeschlossen wurde, 3 Jahre im laufenden Betrieb haben wir umgebaut und die neuen Hallenstrukturen haben natürlich dazu beigetragen, dass die Fans jetzt viel mehr genießen können. Wir haben ebenerdige Hallen und mit Fenstern in den Krugerpark hinein und gerade die Halle 6 hat davon massiv profitiert und dementsprechend sind die Standkonzepte auch viel, viel hochwertiger geworden als in den Vorjahren. Und extrem gewöhnungsbedürftig finde ich auch die am Teppich auf den ganzen Gängen. Also man läuft die ganze Zeit auf Teppich und merkt nicht, dass man auf den Stand geht, weil man so von Teppich auf Teppich geht. Bei uns sieht man den Boden nicht, deshalb brauchen wir keinen Gang. So, weil es so voll ist. Genau. Du bist da nur am Nachbessern und während der Veranstaltung muss der Teppich gepflegt werden oder ausgetauscht werden. Und wo wir beim Thema voll sind, ich habe schon mitbekommen, dieses Jahr randvoll. Auf jeden Fall. Also wir haben alle Hallen voll belegt, alle Foyers mit Autos bestückt.
Das ging relativ schnell auch. Dadurch, dass der Branche nicht so gut geht, weiß man nie, wie fühlt sich so eine Messe. Ja, aber bei uns, wirklich muss man sagen, hat super funktioniert. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Alle sechs, ne, weißt du selber, genau, gleich voll und wollten auch alle wiederkommen, alle größer. Ne, also von daher, da sieht man auf jeden Fall einen Aufstieg. Wir haben jetzt die Halle 6 ein bisschen erweitert, in die Halle 5 noch rein. Weil wir einfach den Ausstellern auch die Möglichkeit geben wollten, wie auch dir zum Beispiel, sich ein bisschen zu vergrößern. Wie viele Zuschauer waren es letztes Jahr? Oder Besucher? 364.000. Ja. Jawohl. Okay. Richtig. Und ganz Tagen wichtig. Ist schon sportlich, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja selbst, wenn ich mir so überlege, die ganzen Messen, die es in Hannover gibt, die nichts mit Tuning zu tun haben, sondern viel mehr machen, selbst die haben ja nicht mehr Besucher, ne? Also das ist schon... Ja gut, bei Fachmessen ist es noch anders strukturiert natürlich. Ist anders zu bewerten auch einfach. Ne? Gibt es eine größere Tuning-Messe? Nee. Nee, nach der SEMA-Show... ist das schon Nummer zwei. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man auch die Social-Media-Aktivitäten im Hintergrund lässt. Ja. Wir haben über 245.000 Fans alleine bei Facebook und das sind natürlich auch alles starke Zahlen, die man dann vergleichen kann mit den Wettbewerbsveranstaltungen, die es gibt. Ja. Das heißt, dieses Jahr kann eigentlich nur ein voller Erfolg werden. Auf jeden Fall. Wir hoffen es. Wetter spielt immer noch eine Rolle. Ja. Ne? Also Wetter ist so eine Sache, drei Jahre, dreimal Schnee. So ungefähr. Jedes Mal. Letztes Mal. Jahr war kein Schnee. Nee, aber ich weiß noch, vor zwei Jahren sind wir aus der Halle rausgefahren. Ja. Der letzte Sonntag. Da hat es aber auch genau am letzten Tag erst geschneit. Genau, da hatten wir auch gerade noch einen Lieferantenbesuch aus China da. Die haben noch nie in dem Leben Schnee gesehen. Ja, super. Und die kamen dann abends raus und es lag Schnee. Aber das ist das Schöne an der Motorshow. Ne? Letztes Event im Jahr für die meisten. Wir treffen sich nochmal alle. Es ist 10 Tage irgendwie Party. Und jeder hat irgendwie Lust drauf und danach ist Weihnachten, ne? Was du gerade sagst, es wird wieder voll, wir hoffen es natürlich. Und ganz wichtig aktuell ist natürlich auch, dass nicht der Antrieb hier die Rolle spielt, sondern die Emotionen. Es ist das PS-Festival und jeder soll kommen, jeder bezahlt den Eintritt und jeder hat auch andere Vorstellungen, warum er zur ersten Motorshow kommt und möchte wirklich das sehen, was ihn begeistert, unabhängig von irgendwelchen Krisen oder sonstigen Themen, sondern der Spaß steht einfach im Vordergrund und der ist da. Ich glaube, das trifft es auch wirklich gut. Oder, René? Wenn ich so drüber nachdenke gerade. Nee, ist vollkommen richtig. Ja. Ist egal, ob Verbrenner, Elektro, wie auch immer. Hier gibt es eigentlich alles. Richtig, und die Leute feiern halt auch alles. Genau. Weil sonst würden sie gar nicht erst herkommen. Emotional einfach. Ne? Das ist eine emotionale Messe, definitiv. Sind das alles Leute hier aus dem Ruhrgebiet oder kommen die von überall? Nein, also wir haben auch ein ganz, ganz großes Einzugsgebiet hier. Holland, Belgien. Mhm. Ne? Ist natürlich nicht weit weg. Und so auch ganz Deutschland. Ne? Also klar... dass es auch aus dem Ausland hier Leute hinschaffen, das ist natürlich jetzt nicht die Masse. Wir sind keine internationale Veranstaltung, wir haben internationale Aussteller, definitiv, auch Besucher hier, aber der Großteil konzentriert sich natürlich irgendwo aus Ruhrgebiet, Holland, Belgien. Ich weiß noch, erster Samstag letztes Jahr war tierisch voll. Ja. Gibt es da auch irgendwann ein Limit, dass hier nicht mehr Leute aufs Gelände dürfen? Also wir hatten Gott sei Dank noch nicht jetzt in den letzten Jahren das Problem. Im letzten Jahr wurde es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eng. Da mussten wir gucken, dass wir so auch ein paar Türen mal mehr aufmachen und gucken, dass die Leute ein bisschen laufen einfach. Stehen bleiben ist immer ganz, ganz schwierig. Aber wir haben das bis jetzt immer hinbekommen und ich denke mal, das sollten wir auch hinbekommen. Also wir haben kein Limit erstmal. Jeder soll kommen, der Wasser. Wir sind mit den Fachabteilungen immer im engen Austausch und gucken dann natürlich, dass zum Beispiel Autogrammstunden in die Motorsportarena verlegt werden, weil halt noch mehr Leute reinpassen, damit die Gangflächen frei bleiben. Und da sind wir immer im engen Austausch, um das Ganze auch für alle attraktiv zu halten. Ich meine, wir sind mitten im Stadtgebiet. Das heißt, Parkplätze ist halt immer so ein Problem. Ne? Also wir bekommen auf jeden Fall mehr Leute rein, als wir Parkplätze haben. Aber also bis jetzt gab es nie die Probleme. Vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen, was sich dieses Jahr ändert hier, damit die Leute nicht rumirren komplett, weil ihr sagtet ja, Umbau ist jetzt abgeschlossen, bleibt aber prinzipiell alles gleich oder hat sich auch schon ein bisschen was verschoben? Nein, es bleibt. Also die Struktur bleibt gleich. Die haben ja natürlich schon irgendwie so geplant, dass das auch die nächsten Jahre eigentlich so sitzt. Das, was die Aussteller gar nicht oder die Besucher auch gar nicht mitbekommen haben, die Halle 5 ist quasi nach hinten jetzt einfach größer geworden. Das wird keiner merken an sich. Natürlich der Aussteller, der da steht, merkt es, aber alle anderen Besucher und so werden das wahrscheinlich nicht merken in dem Moment, weil die Halle einfach nur länger ist. Nur länger geworden. Und die Zielführung ist halt für den Besucher oder für den Fan letztendlich viel, viel angenehmer. Er muss nicht mehr gucken, muss ich mit den Rolltreppen hoch oder woanders gucken, sondern er geht durch und bis zur Halle 5 muss er durch die Hallen hier durchgehen, um das alles erleben zu können. Ja. Wir haben ganz klar aufgeteilt. Ne? Wir haben ganz klar die Bereiche definiert. Geländepläne liegen aus, von daher hier rein und einmal durchlaufen. Gibt es irgendwelche Trends? Außer diesen Lifestyle-Trend, den wir gerade schon so ein bisschen hatten?
sonstige Trends? Naja gut, aktuell ist der Trend, wenn man vom Trend sprechen kann, die Fans legen sehr viel Wert darauf, ihr Fahrzeug Richtung Motorsportfahrzeug individuell zu präsentieren. Bodykits spielen immer noch eine große Rolle, Carwrapping ein Riesenthema. Also ich glaube schon, dass es im Moment so ist, dass die Fans die Fahrzeuge, die sie fahren, einfach wieder veredeln. Mhm. Ob es jetzt neue Felgen sind oder ein Look and Feel reinbringen, weil nicht jeder kauft gerade aktuell ein neues Auto. Wie ist das mit Offroad-Bereich? Weil in Amerika ist ja dieser Offroad-Bereich, das ist ja gefühlt eine ganze Halle, nur Pickups, Zubehör dafür und so weiter. Das haben wir vermischt im Gelände, das heißt die Aussteller, drin, wie sie sich strategisch präsentieren, liegt ja in ihren Konzepten letztendlich. Du wirst überall Pickups finden, tolle, auch SUVs natürlich, auch ein tolles Thema. Und das liegt aber nicht Themenschwerpunkt in einer Halle, sondern ist überall verteilt bei den Ausstellern letztendlich. So, jetzt letzter unangenehmer Punkt. Wie sieht das mit Polizei dieses Jahr aus? Gibt es da irgendwelche Infos, was wir den Leuten nahelegen können? Ja klar, natürlich. Wir machen jedes Jahr, also seit 3 Jahren haben wir es gemacht, nachdem die ersten Polizeikontrollen stattgefunden haben, dass wir die Fans im Social-Media-Bereich und überall in den Medien informieren. Wir haben Bock auf euch, kommt nach Essen, ihr könnt hier Spaß haben, kommt mit dem, was legal ist, weil wir können nicht einschreiten, was die Polizeikontrollen betrifft. Es wird sie wieder geben, in welchem Format wissen wir natürlich auch nicht, das hören wir dann erst immer von den Fans oder von den Ausstellern, aber wir informieren und sagen, kommt mit euren Fahrzeugen, zeigt die Fahrzeuge, aber kommt mit den Fahrzeugen, die legal sind. Man darf halt nicht vergessen, wir sind nicht die Polizei. Ne? Wir sind im Austausch mit der Polizei. Wir versuchen natürlich, das auch irgendwie hier über die Bühne zu kriegen, weil klar ist das ein Thema, was viele Leute interessiert hier. Es ist eine Tuning-Messe irgendwo ne? Und da kommen halt viele auch mit dem getunten Fahrzeug. Aber im Endeffekt obliegt das der Polizei, was sie hier machen in der Stadt. Und wenn wir es wissen, kündigen wir das an, ne, damit man sich darauf vorbereiten kann. Und alles andere muss man sehen. Wir sind aber auch im engen Austausch mit der Polizei, um dann natürlich auch zu gucken, Mensch, wo können wir zusammenarbeiten oder wo kann man zumindest in eine vernünftige Kommunikation gehen, weil der Fan soll hier nicht vorgeführt werden, Ziel darf es nicht sein, dass das Auto stillgelegt wird. Nee. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, ich bringe immer das Beispiel Fußball, wenn du mit Pyrotechnik ins Stadion gehst, ne, weißt du auch, dass du die strafbar machst und ähnlich ist es auch. Und ja, es ist ein schwieriges Thema, ein sensibles Thema für die Fans natürlich, aber... Ich denke, letztes Jahr war aber auch schon besser als erforderlich. Ne? Also wie gesagt, da sind wir auch im Austausch und versuchen da zu unterstützen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass die Messe wieder voll wird, beziehungsweise ich hoffe einfach, dass sie voll wird. Werden auf jeden Fall schöne 10 Tage. Ich würde sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, gerne. Wir müssen jetzt noch ein bisschen aufbauen und gucken, ob wir noch mal ein paar Highlights für euch finden. Ja. Danke für euren Besuch. Ja. Viel Spaß in der Aufbauzeit und wir freuen uns natürlich auch auf alle. Und wir werden noch häufiger sprechen. Ich wollte gerade sagen, wir werden bestimmt noch ein paar Anliegen haben. Genau. Ciao. Tschüss. So, ich muss mich einfach noch mal einmal kurz zu Worte fassen. Extrem cooles Gespräch, gerade mit Vivian und Ralf, finde ich. Das soll kein Werbevideo sein. Kommt einfach hierher, genießt die Zeit. Denkt gar nicht zu sehr an die Autos, wie sie umgebaut sind. Der eine findet es so, der andere findet es so. Habt einfach eine coole Zeit, weil eigentlich geht es hier wirklich so um das Zwischenmenschliche, weil man hat einmal im Jahr die Chance, seine ganzen Kumpel zu treffen. Das ist das Coole an der Messe. 300.000 Leute. Wenn man sich überlegt, wie klein die Tuning-Szene eigentlich ist, zeigt das schon so ein bisschen, dass halt einfach fast jeder hier ist. Ne? Und das finde ich persönlich auch so cool. Deswegen bin ich persönlich auch durchgehend hier. Es ist einfach eine geile Zeit. Habt Spaß, kommt vorbei, genießt es und guckt ordentlich Autos. Gruß an Selim. Bei euch ist leider noch nicht so viel passiert, aber hier wird nächste Woche auch der H&R-Stand sein. Team stelle ich euch gleich noch vor, aber jetzt wird erstmal der Expo hier hochkommen. Viele haben sich letztes Jahr bestimmt gefragt, wie das Ding da hochkommt. Relativ einfach. Einfach. Platte drunter. Dann den Stapler und dann hoch. We'll be right back.
So, Marius, Umschulung, Messebauer? Nein. Ab nächster Woche? Nein. Okay, er hat genug für heute, würde ich sagen. Ja, für heute reicht. Aber haben wir gut was geschafft? Auf jeden Fall, ja. Ich denke auch. Feiern. So, das war Tag 1, Messeaufbau, Team Harlos. An dieser Stelle nochmal danke an all meine Helfer, Marius, Pierre, Albert und Dennis. Wir haben wirklich zu fünft heute Vollgas gegeben, haben wirklich viel geschafft, wie ihr im Hintergrund seht. Inklusive Teppich verlegen, Traversen aufhängen, Beleuchtung und, und. Ja, jetzt nach 7 Stunden würde ich sagen, es ist Zeit nach Hause zu fahren und Tschüss zu sagen. Einen Tag brauchen wir auf jeden Fall noch, wir müssen auch noch die ganzen Autos bringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit ganz viel Glück direkt morgen beim Preview Day auf der Essen Motorshow. Ciao.